Spaß beiseite, wir werden mal was richtig Leckeres kochen. Heute geht es um die jamaikanische Küche. Ich bin darauf gekommen, weil ich den Steffen Prase verfolge auf Facebook und auf einer seiner Live-Shows mal einen Kommentar mitverfolgt habe, wo ein Pärchen ihn gefragt hat, wie geht das, dass der Stefan immer noch genauso aussieht wie vor 20 Jahren, als wir ihn kennengelernt haben. Daraufhin habe ich eigentlich dem Steffen versprochen, bei seiner Live-Show live mitzukochen und gleichzeitig ein Video für meinen Channel zu schneiden. Hat nicht ganz funktioniert, aber dadurch, dass ich seine Videos teile, war ich im Gewinnpot mit dabei. Und hier habe ich einmal das Video kurz verlinkt. Nicht verlinkt. Das könnt ihr hier direkt jetzt anschauen. Und danach machen wir weiter. Zum Wohl! Eine Kiste Red Stripe geht an. Ich kenne ihn auch noch persönlich. Das ist ja wirklich also... Müsst ihr auch mal auschecken. Also der, der jetzt gewonnen hat, hat einen ganz fresh YouTube-Kanal. Der wollte eigentlich heute live mitkochen und so ein bisschen was über den Nährwert erzählen, weil der kennt sich da ganz gut aus. Und der hat eine Seite, die heißt Natürlich bei Daniel. Und Daniel, du kriegst eine Kiste Bier, Freihaus, nach Hause geschickt. Daniel Neumann. Danke fürs Teilen, danke fürs Mitmachen. Den Daniel habe ich kennengelernt durch den Erik. Erik ist der Sohn vom Hans Söllner, der auch Koch gelernt hat. Und der hat mir im Daniel vorgestellt. Beim Lucky Maurer haben wir öfter zusammengearbeitet. Daniel, geiler Koch, geiler Typ. Kiste Bier hat er sich verdient, würde ich einfach sagen, oder? Der Steffen hat 2 Kochbücher schon geschrieben. Und wir haben damals in einem 4-Sterne-Hotel aus einem seiner Kochbücher sein gesamtes Gericht nachkochen dürfen und auch auf dem Menü präsentieren dürfen, was ihn sehr gefreut hat und uns auch sehr viel Spaß gemacht hat, denn seine Gerichte sind fruchtig, die sind feurig, da ist einfach viel Power dahinter. Richtig mega. Und wie der Steffen schon gesagt hat, haben wir uns damals beim Ludwig Maurer kennengelernt. Ich meinerseits dadurch, dass ich einen Kumpel habe, der Erik, der hat mich da mit reingebracht und das war auf dem Kulinarik-Festival. Mega was. Ihr habt den Vorteil, wenn ihr auf Steffen seine Website geht, die habe ich euch unten bei den Kommentaren reingeschrieben, alles verlinkt. Ihr könnt dort einmal die Einkaufsliste holen, die Zubereitungsliste und wenn ihr wollt, das vollständige Video in, ich würde mal sagen, häuslicher Geschwindigkeit nachschauen und nachkochen. Wir werden heute den Anfang machen mit der Aubergine Escovitch-Style. Was das bedeutet, ganz einfach, um das für jeden im deutschsprachigen Raum erklärbar zu machen, Brathering. Genau, und deswegen werden wir auch die Aubergine schuppenartig einschneiden. Und dann noch als allererstes einlegen, bevor wir weiter kochen, denn das sollte ein bisschen durchziehen und sollte auch etwas Zeit haben dafür. Hier seht ihr nochmal die uralte Aubergine, die lag bei mir im Kühlschrank seit der Live-Aufnahme, weil ich ja keine Zeit hatte mitzukochen. Ich werde die Aubergine und das gesamte Gemüse heute mit Salz und bei der Aubergine mit Zucker aktivieren. Das erfahrt ihr auch nochmal beim Stefan, sein Channel. Früher hat man blanchiert, heute tut man aktivieren, dadurch verliert man eigentlich gar keine Vitamine, Inhaltsstoffe von den Gemüsesorten. Und da ein kleiner Trick, um euch so ein Backpapier zu basteln, weil euch die Aubergine sonst anbrennt. Ich habe sie jetzt, während ich die anderen Sachen geschnitten, auf der höchsten Stufe angebraten. Bei der Paprika auch noch ein kleiner Trick. Einmal hier einritzen und mit dem Rücken einmal drumherum fahren. Dann habt ihr nicht nur das Weiße raus, was bitter ist, sondern auch die ganzen Körner. Thank you.
Wie könnt ihr das Ganze nochmal sehen? Selbst auf dem Backpapier sind sie leicht kleben geblieben, aber war nicht so drastisch. Danach das ganze Gemüse, was für das Escovitch gedacht ist, richtig scharf anbraten, auch die Chilis, und mit dem Balsamico ablöschen. Einreduzieren und einmal ganz kurz die Aubergine kurz mitköcheln. Danach habe ich das Ganze umgeleert in ein anderes Gefäß und zur Seite gestellt. Der Teig ist total einfach, genau der Rezeptur vom Steffen folgen, einmal alles vermischen, ordentlich und danach zur Seite stellen. Nachdem der Teig für die Sesamsticks fertig ist, und der braucht ja seine gewisse Ruhezeit, so wie jeder Teig, widmen wir uns dem Buchweizen. Ich kann euch gleich eins sagen, ihr habt einen Reiskocher daheim, Jackpot, könnt ihr genauso damit kochen wie Reis. Wer eine geile Haut haben will oder schöne Haare, Buchweizen. Wer viel Protein will in der Beilage, Buchweizen. Wer vor allem glutenkrank ist, Buchweizen. Wer Diabetiker ist, auch Buchweizen. Es ist sogar nachgewiesen, dass der Buchweizen den HDL-Spiegel, den HDL-Cholesterin steigen lässt, was sehr gut ist, denn das ist der gute Cholesterin, und den LDL sehr stark absenken lässt. Er enthält natürlich extrem viele Vitamine, Eisen und Kalium. Also, mich wundert's nicht, dass ich und meine Geschwister sehr, sehr kräftige Männer geworden sind. An der Stelle liebe Grüße, und falls das Video am 10. rauskommt, geht mal alle bei ihm auf den YouTube-Channel und schreibt in die Kommentare alles Gute zum Geburtstag. Das ist der 10. Und seinen YouTube-Channel habe ich euch auch natürlich wieder unten verlinkt. Bei der Kokosmilch einen kleinen Teil aufheben für Steam Wedge. Ich mache in meinem Buchweizen, jamaikanische Art, etwas anders. Ich hacke mir alles zurecht, packe das alles in die Soße und röste eigentlich nur den Kürbis an. Ihr könnt es machen, entweder so wie der Steffen das geschrieben hat oder so wie ich. Beim Kürbis ca. ein Achtel in Brunoise schneiden für den Crunch, den wir später auf dem fertigen Gericht haben werden. Den restlichen Part in grobe Würfel zusammenhacken. Einmal den Kürbis anrösten, den Buchweizen ganz kurz mitrösten und auch schon, wie gesagt, die gesamten präparierten Kräuter aufgießen, etwas Salz rein, später nachschmecken
und stehen lassen bei geschlossenem Deckel. Das Ganze braucht jetzt genau 20 Minuten und in dieser Zeit werden wir uns locker das steam-wedged Gemüse zusammenschneiden, sortieren und auch anbraten. Das Reste vom Kokosmilch. Während das ganze Mise en Place fertig ist, um anzurichten, müssen wir uns jetzt ganz schnell beeilen und die Sesamsticks zu Ende machen. Denn sonst werden uns die Sachen kalt. Ich bedanke mich hier schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es tut mir leid, wenn ich irgendwelche Sprachfehler habe. Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich arbeite an meinen Sprachen, aber bis bald.